Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Spezialfolge vom Euro Truck Simulator. Und zwar möchte ich heute euch ein bisschen zeigen, was der neueste Patch 1.7 so alles mit sich bringt. Dazu habe ich mein nicht Let's Play Profil genommen, sondern mein privates Profil. Und habe auch schon Kredit aufgenommen und dann werden wir mal zum LKW-Händler schauen. Nämlich, wie soll ich sagen, der Patch bringt einen neuen LKW ins Spiel. Einen Volvo. Und zwar den FH 2013. Und den möchte ich mal jetzt kaufen. Da steht er schon. Nee, den will ich nicht. Den auch nicht, den da. Schauen wir mal, was man alles so machen kann mit ihm. Oder was wir uns eigentlich schon leisten können. Sleeper, Globetrotter. Ah, schaut doch gleich schön aus mit Globetrotter. Ja, die letzte Stufe kriegen wir erst mit Level 12. Ich bin erst Level 9, also habe ich noch nicht. Fahrwerk habe ich leider auch nur das. Ich fürchte, ich kann euch im Moment noch gar nicht so viel zeigen. Na, Venture Danger. Also wenn, dann haben wir uns 500 PS rein. Aber ihr seht's. Es gibt noch einige Motoren zum Freischalten. Getriebe, natürlich das mit dem Radar. Was sonst? Innenraum. Schauen wir uns mal kurz an, wie er ausschaut. Ich hoffe, ihr hört das Geschrei im Hintergrund nicht. Ja, schaut eigentlich ganz schick gemacht aus. Vielleicht sitzt er für meinen Geschmack ein bisschen nah dran an allem. Aber ja, schaut schon mal nicht schlecht aus. Natürlich wollen wir nicht die UK-Version haben, sondern die normale. Standardfarben, was haben wir denn? Blau-schwarz, braun-schwarz, grau oder schwarz-schwarz. Welche Farbe nehmen wir? Nehmen wir den Blau. Blau ist super. So, dann haben wir draußen noch Anbauteile. Können wir da schon was Besseres hinnehmen? Nein, können wir noch nicht. Gibt es wahrscheinlich einen besseren Unterfahrschutz. Hinterräder, die mit Punkt. Oder die mit schwarzen. Vorne nehmen auch andere. Dann nehmen wir die, dann passt es zu den Hinterrädern dazu. Das schaut aber sehr nach Standardkost aus. So, Spiegel, lackiert oder Kunststoff, die Chromfunk haben wir noch nicht. Was haben wir da oben? Haben wir noch gar nichts. Da haben wir Lampenbügel. Naja, ich bin kein Freund von denen. Also von so überladenen. Schauen wir mal, was wir da. Jo, nix. Ich glaube, ich habe vergessen, eine Mod zu installieren. Das gehen wir weg, das brauchen wir nicht. Original. Ja, lassen wir mal die Original dran. Der Spiegel ist auch okay. Braucht man nicht den längeren. Was kann man da vorne machen? Schaut auch nach Standardkost aus. Genauso da. Also da hat sich nicht viel getan, kann man sagen. Was kann ich da? Ja, okay. Das ist der gleiche Unterfahrschutz, der noch immer nicht verfügbar ist. Also ich hoffe wirklich inständig, dass ihr das Geheule da draußen nicht hört. Jedes Mal stehen die vor meinem Fenster und steigen in ihr Auto ein und das Kind blärt. Nun gut, die Griffe haben wir noch. Dann nehmen wir natürlich lackierte Griffe. Ranger. Nehmen wir einen Ranger. Das schaut gut aus. Ja, ich würde sagen, so lassen wir ihn nochmal fürs Erste. Und dann kaufen wir uns den Kübel. Und wir stehen jetzt in meiner Garage. In dreimal dürft's raten, wo? In? No. Ladebildschirm. In Wien natürlich. Und da steht unser neuer Truck. Unser erster eigener. Der neue Volvo FH16 2013er Baujahr. Den Schlüssel gesehen, der ist animiert. Da unterm Lenkrad rechts.
Ja, schaut gut aus, die Kisten. Ich finde es so interessant, dass ich in Wien noch keine Straße aufgedeckt habe, aber ich schon genug gefahren bin eigentlich. Also entweder ist mit Patch 1.7 wieder alles zurückgesetzt worden. Schauen wir uns mal bei Tageslicht von draußen an. Also modelliert ist er echt schön. Eigentlich habe ich die Musik abgeschalten. Ich verstehe nicht warum. Ja, gefällt mir die Kiste. Also, er ist echt schön gemacht. Gut, dann suchen wir uns einmal eine Tour. Frachtmarkt von Nano, von Wien. Wohin, wo, von wo sonst? Fahren wir denn hin? Gibt es irgendwas Kurzes? Budapest, Debrecen, Dresden. Budapest, das sind 300 Kilometer. Ist alles so weit. Villach sind 295. Na, nehmen wir den. Fahren wir nach Villach runter. Bleiben wir in Österreich. Ja, der LKW kommt mit Version 1.7, ist kostenlos. Ist ein kostenloses Update. Oh, der fährt mit einem Panzer spazieren. Auch interessant. Ja, das ist eigentlich die große Neuerung am Patch. Der neue Truck. Mit 1.6 haben sie ja die Automatik verbessert. Die sollte jetzt besser ziehen. Also ich muss ja, ihr wisst ja, ihr kennt mich ja, ich habe ja einen Haufen Mods drinnen. Ich werde die Liste vom Darcy, die aktualisierte, wieder verlinken, damit ihr euch das anschauen könnt, was alles drinnen ist. Genau, den nehmen wir. Ich habe ja Firmenmod drinnen, ich habe ja natürlich die TSM-Map drinnen. So, jetzt muss ich mal noch schauen, dass ich den auch kriege, so wie ich da stehe. Na gut, dann auf nach Villach. Ich weiß nicht, ob ich euch die komplette Fahrt zeige. Oder nur ein Stück. Ich mache dieses Video absichtlich außerhalb von meinem Let's Play. Weil in meinem Let's Play, das hat sich jetzt mit dem Aufnehmen überschnitten. Weil ich habe jetzt noch vier Folgen, die mit Version 1.6 gefahren sind. Und ich möchte jetzt nicht nur erst in 3 Wochen den neuen Truck zeigen, so mache ich ein Sondervideo, das mit meiner Let's Play-Reihe eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern mehr oder weniger quasi eine Patch-Vorstellung ist. Ja, kann man so sagen, also eine Patch-Vorstellung, mal was anderes. Aber man sieht schon, die Automatik ist deutlich überarbeitet. Der Truck zieht jetzt deutlich besser. Gut, wir haben nur 500 Pferdchen. Aber ja, wir haben auch keine Schwerlast, also sollte das Ganze passen. A2 Südautobahn Richtung Villach fahren wir. An Graz vorbei. Noch
276 Kilometer. Ich denke, wir werden nur bis zu einer Raststätte fahren und dort werden wir die Folge dann beenden. Weil eigentlich möchte ich euch hier nur den Patch zeigen. Übrigens, was jetzt auch neu ist seit Patch 1.7, man kann auch die Box-Version, also auch die, die ihr bei, weiß ich nicht, Saturn, Mediamarkt, Libro, Amazon, egal wo gekauft habt, die, mit dem Key könnt ihr euch das Spiel auf Steam aktivieren. Funktioniert einwandfrei. Übrigens auch die Download-Version von Amazon funktioniert, weil ich habe mir ja das Spiel habe ich ja als Box-Version gehabt, das habe ich auf Steam aktiviert und das Add-on habe ich nur als Download von Amazon und auch das habe ich problemlos auf Steam aktivieren können. Jetzt habe ich beide Spiele in Steam, also das Hauptspiel, voilà, muss darüber. Das Hauptspiel natürlich und das Add-on. Was natürlich super genial ist. Also ich kann euch nur empfehlen. Dass ihr das auch macht. Wenn ihr schon Steam habt, dann braucht ihr einfach nur den Key eingeben. Also unter Spiele. Und dann braucht ihr einfach nur ein Spiel aktivieren. Und dann braucht ihr einfach nur den Key eingeben, den ihr in der Betriebsanleitung findet. Und schon habt ihr das Spiel aktiviert. So, ich würde sagen, da bleiben wir kurz stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Original-Sound ist, mit dem er kommt. Ich glaube aber eher nicht. Ich habe ja auch die Soundmod drinnen vom Iceman. Und die scheint auch mit dem Truck zu funktionieren. Schauen wir uns nochmal kurz in der Kabine um. Also, mir gefällt die Kiste. Echt schön gemacht. Machen wir noch eine kurze Tour draußen. Hier gleich ein wunderschönes Fahrzeug. Bin schon gespannt, wie er sich fährt mit den stärkeren Motoren. Also, der ist echt schön geworden. Ja, was jetzt auch neu neu dazugekommen ist, ich glaube, das war aber schon mit Patch 1.6. World of Trucks. Ist jetzt online, ist aber noch in der Beta-Phase. Ja, da müsst ihr euer Spiel irgendwie damit verbinden, habe ich nicht gemacht bis jetzt. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht machen, weil ich sehe da bis jetzt noch nicht wirklich den Mehrwert darin. Es ist kein richtiger Online-Modus, es ist kein Mehrspieler-Modus. Man kann dort nur seine Fotos hochladen direkt. Man kann sich scheinbar ein eigenes Kennzeichen zusammenstellen. Aber ich denke mir dann, wie oft sehe ich schon mein Kennzeichen? Also total sinnlos für mich. Und ich glaube, man kann dort auch noch ein eigenes Profilbild hochladen, das man dann im Spiel verwenden kann. Ein eigenes Foto zum Beispiel. Ja, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt den Sinn dahinter. Ja, wie gesagt, ich wollte euch nur einen kurzen Überblick über dieses Update geben. Die größte Änderung natürlich, der LKW, der neue, der jetzt mit von der Partie ist. Ich kann euch beruhigen, die aktuelle TSM-Map und auch viele andere Mods funktionieren noch. Es gibt natürlich wieder leider einige Mods, die nicht mehr so wirklich funktionieren. Aber für die gibt es meistens dann, entweder gibt es dafür eine Alternative. Ja, aber das ist leider so. Da können wir leider nichts dran ändern. Nun gut, ich sage, ich rede eh schon wieder viel zu viel. Ich hoffe, ich konnte euch den Patch ein bisschen zeigen. Wer das Spiel hat und noch nicht gepatcht hat, sollte das auf jeden Fall machen, meiner Meinung nach. Der neue Truck zahlt sich aus, der ist wirklich cool. Nur kurz zum Schluss noch, es gibt die neuen Lackierungen, 6 Stück an der Zahl, die Halloween-Lackierungen, die man schon im SCS-Software-Blog gesehen hat. Diese sind nicht kostenlos, dafür muss man 2 Euro bezahlen. Das überlasse ich jedem selber, ob er die 2 Euro bezahlen möchte oder nicht. Ich für meinen Teil werde sie mir nicht holen. So wunderschön sind die Lackierungen auch wieder nicht.
Gut, aber das war's jetzt wirklich. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten regulären Eurotruck Let's Play Folge. Bis dahin, tschüss.